Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rocket League. Zusammen mit dem Shigibo in deiner Mitte. Hi, ich bin nicht. Ja, ich bin hier. Doch, du bist in der Mitte, genau. Und dem Shadow Wolf da drüben. Moin, moin. Ja, wir spielen Rocket League, logischerweise. Und der Flötenschlumpf fängt an. Also, Shiki, du musst. Genau. Ich bin dabei. Der Flötenschlumpf? Kennst du nicht? Da, 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 da. Ah. Genau, der. Cool. Immer. Ja, wir spielen hier sehr zwanglos gerade. Ich fühle mich doch ein bisschen gezwungen. Ja, echt? Warum? Ja, ich sitze ja hier, dann kann ich auch spielen. Okay. Ja, wenn du schon mal hier bist, kannst du auch spielen, bestimmt. Ja, erstes Tor. Oh. Der Firefox. Also man muss eins muss man wissen, der Firefox, immer wenn der Ball in ihr nur in Richtung Tor geht, sagt er, oh, da ist er, das Tor. Ja. Ich glaube, dass wir das wirklich in einem Stadion echt viel Spaß hätte, weil wenn er bei jedem Ball, der aufs Tor geht, okay, also Fußball ist nicht meins. Ich meine, vom Grundsätzlichen, der Ball kommt im Tor näher, hättest du Spaß. Absolut. Ja, da würde ich meinen Nachbarn voll brüllen und das als nächstes Tor! Das ist der Tor. Sag ich doch. Oh, ich will auch so ein Einhorn das haben. Das Einhorn-Ding ist cool, ne? Ja. Also, dass einige Leute immer so eine Nummer drin haben in ihren Namen. So wie Beverly Hills 90210 und sowas. Ich bin ja, war einer der ersten anscheinend, die die Nintendo Switch-Version von Rocket League gekauft haben, weil mein Name ist Cheeky dort. Und Cheeky ist jetzt nicht so originell, aber... Okay. Nö. Das ist das nächste Tor. Ey, jetzt mal ganz. Warum? Ja, ich war am Ball vorher. Ja. Irgendeiner muss im Tor sein. Ja, Cheeky Boing ging nicht, weil die Nintendo Switch mich angemeldet hat mit Cheeky. Und man kann bei der Nintendo Switch nicht so lange Nicknames nehmen, deswegen wäre das Cheeky Boy gewesen oder so und das ist blöd. Deswegen wurde aus... Der Cheeky Boy. Ah, ja, da hast du einen neuen Spitznamen. Ich habe mir den Nickname halt schnell gesichert und da war ich wohl... habe ich Glück. Der Cheeky Boy. Ja, der Cheeky Boy. Ich hätte mich auch gefreut, wenn die Accounts übertragbar gewesen wären von Rocket League, aber leider... Ach, das wäre super, ja. Aber die wollen nochmal doppelt verdienen. Yeah! Da ist das Tor. Aber es kommt mega. Es kommt ein Update für Rocket League für Nintendo Switch, dass man den Grafikmodus auswählen kann. Das heißt, du hast zwei Modi. Einmal 60 FPS, also wie jetzt, ne? Mit einer, mit halt dieser dynamischen Auflösung und dann einmal ein 1080p Modus mit 30 FPS. Also je nach Gusto, wie man gerade oder worauf man Wert legt, auf viel FPS oder auf Grafik, kann man dann umschalten. Finde ich cool. Ja, das ist eine gute Entscheidung, ja. Also mir wären die FPS wichtiger, weil ich, weil einfach die Reaktionszeit hier extrem entscheidend ist. Na, obwohl, aber auf einer Switch ist es, glaube ich, egal. Warum? Weil ich glaube, dass man das gar nicht so richtig mitbekommen würde. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Pro-Controller spielst, habe ich hier keinen Unterschied zur PC-Version. Ui, 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 ui. Ja. Ja, ich war gerade hochkonzentriert. Nicht die falsche Richtung. Gut so. Weg mit der Pille. Spirale ist eh besser. So, komm. Spirale ist besser. Was? Alles klar, ja, so, Wortspiele. Das ist zumindest meines Erachtens für Frauen verträglicher als die Pille. Also. Oder nicht? Ja, ist nicht so ganz so ein Hormonmonster, ne? Genau. Ja. Verkackt. Ja. Sommer wirklich frei.
Summer of 69. Oh, oh nee. Oh, das war blöd. Jetzt aber. Ah. Ja, wir spielen ja belanglos hier. Ja, wie steht ihr dazu mit den Hormonmonstern? Gibt's für Männer auch Hormonmonster? Ja. Das kam als Gerücht in Pille für einen Mann, aber ich glaube nicht, ob das irgendwas. Ja, ich glaube, das ist was anderes. Das tötet bloß die Spermien ab, oder? Die Pille für den Mann. Ich weiß, ich habe das nur mal von nur Männern Griff gehört. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ich will irgendwo mal diskutieren. Ich bin kein Fan davon, dass Frauen sich unbedingt mit sowas vollpumpen. Aber es gibt ja genug Alternativen, von daher. Ja, zum Beispiel Menstruationstassen. Ja. Also jetzt um. Ich kenne das. Ich kenne das. Ja, ja. Ja. Statt einer Binde oder einem Tampon eine Menstruationstasse. Genau. Ist mega gut. Ja. Kommt immer drauf an, ob die Frau es verträgt. Ist natürlich immer noch eine Sache, ne? Aber. Ich weiß, dass ich da was wie Frau hast. Das ist eine Menstruationstasse. Was müssen wir unsere vorstellen? Das ist so ein etwas größer als ein Fingerhut, ein Bottich, also größer als ein Fingerhut logischerweise. Bottich aus ja, Kautschuk, Naturgummi, wie auch immer, der dann halt eingeführt wird, um die Regelblutung aufzunehmen. Mhm. Und wenn es soweit ist. Ey, Firefox! Ey, wäre ich rangegangen, hätte ich den abgefälscht eh ins Tor geschossen. Na gut. Also, ja, ja, guck hier, pass auf. Guck meinen Winkel an. Der war Pep, naja. Er hat größer gewirkt. Also gibt's zum Beispiel bei DM, gibt's das Ding? Ja. Mhm. Weil das Problem ist, habe ich gelesen und mir sagen lassen, dass Tampons auf alle Fälle gesundheitsschädlich sein können aufgrund der volllaufenden Binde, richtig. Bla bla und ja. Ja, ja. Nicht bei allen, aber nicht bei allen, kann. Aber die Frage ist immer nach der Alternative. Es gibt ja halt nicht viele Alternativen dafür. Andere Alternative ist laufen lassen. Geht auch. Nö. Aber ein super Thema. Ja, klar. Vor allem, weil, ja, warum nicht? Ich meine, das muss auch mal besprochen werden, ne? Genau. Ja. Wie gesagt, und das mit der Verhütungsgeschichte ist ja dann die andere Geschichte. Die Pille ist natürlich ein absolutes Hormonmonster. Ich weiß nicht, ob man sich selber solchen Sachen aussetzen wollen würde, was da eigentlich dann im Körper passiert mit dem, ne? Und da ist natürlich die Frage nach weniger beeinflussenden Möglichkeiten. Da fällt es natürlich immer auf den Mann zurück, logischerweise. Bis hin zur Vasektomie. Aber das hängt dann immer davon ab, wie weit man das noch möchte und ob man dann überhaupt noch Kinder haben möchte. Ja, aber passieren tut ja nicht weiter. Ja, aber ich sag dir, zum Beispiel kein Kondom zu benutzen, ist ja auch nur Überheblichkeit von Männern. Ja, als wenn das Ding irgendwie in irgendeiner Form stören würde. Das ist totaler Schwachsinn. Tut es nicht. Es tut nicht weh, es ist. Man fühlt sich nicht kacke dabei. Es ist einfach nur der Mann, der ich muss machen ohne Kondom. Fühlt gut an. Ich großer Mann. Totaler Schwachsinn. Also finde ich jetzt. Wenn jetzt einer wirklich mal Pickel davon kriegt am Pimmel, weil er ein Kondom trägt. Dann hat er aber eine Plasterallergie. Ja. Ich meine, sicher ist es, ich meine, wir können jetzt offen reden, sicher ist es irgendwie ansprechender, wenn man nicht so ein Ding drauf hat, aber es tut überhaupt nicht weh und ist letztendlich auch nicht weniger geil, sondern es spielt sich nur im Kopf ab. Finde ich jetzt. Und ich habe jetzt, ja doch, ich kann da schon aus Erfahrung sprechen. Nein, ist schon soweit richtig. Deswegen sage ich ja, was sind die Alternativen? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn man schon ein bisschen länger in einer Beziehung ist oder so, ne, oder verheiratet oder das ist die einzige Frau, man weiß es halt nicht, gibt es halt eben halt die Möglichkeit bis hin zur Vasektomie. Also sprich, genau die durchtrennt werden. Ja. Und ich sag mal, da passiert auch nichts. Da haben ja die Leute, also viele Männer haben ja da immer ein Problem damit, von wegen Männlichkeitsberaubung oder so, ne? Ey, Shadowwolf, das war dein Ding jetzt hier. Aber, ja. Boah. Der ist ganz baff, gerade von den Themen. Nö, alles gut, ich bin gerade verhaftet. Also wenn ich jetzt keine Kinder bekommen wollen würde, dann wäre das für mich kein Problem. Also ich sag mal, dadurch, dass ich schon zwei habe, ja, also
die Alternative braucht sich dann, zumindest die Frau braucht sich an der Stelle keine Gedanken machen über irgendeine Verhütungsmöglichkeit. Ach, blöd. Ja. Der war gut, Shadow. Meine? War ausgebügelt? Ausgebügelt, haha. Ja, apropos bügeln. Bügelt ihr? Nein, finde ich Schwachsinn, aber das war jetzt gar nicht das Thema. Doch, wegen ausgebügelt. Achso, ja, ich dachte das im anderen Sinne bügeln. Ja, ich auch. Musst du aus der Hölle. Also wenn wir das jetzt darauf beziehen, dann bügele ich sogar sehr gerne. Der ist drin. Jawohl. Sowas von reingebügelt gerade eben. Ja. Also Fazit, Jungs, ihr könnt ruhig so ein Ding drüber ziehen, es passiert nichts. Und wenn ihr Bock habt, auch mit Noppen oder Geschmack oder was auch immer. Also es ist überhaupt nicht dramatisch. Genau. Und genau auch dann, wenn die Frau das nicht zwingen möchte. Hä? Verstehe ich nicht. Krankheiten, so. Wenn man die Person gegenüber nicht kennt, hat man so ein hundertprozentiges Vertrauen, ne? Man steckt nicht überall seine Dinger rein. Ungefragt. Nee. Erstens nicht ungefragt und zweitens nicht ohne Schutz. Und ich fasse ja auch nicht ein Brett mit Nägeln ohne Handschuhe an. Ich glaube, in der übersexualisierten Welt, in der wir mittlerweile leben, oder Gesellschaft, kann man das so sagen, ist das Thema Verhütung jetzt irgendwie total uncool. Deswegen, also da wird, ich sag jetzt mal ganz plump, da wird reingerotzt ohne Ende, aber da wird sich keine Gedanken, macht man sich keine Gedanken über die Konsequenzen. Dann hast du damit zu schließen, also 15-Jährige, die nicht Kinder, Mütter werden, weil sie sich jetzt nicht aufgepasst haben während des Unterrichts. Und ich weiß nicht, wie hoch der Anteil Leute ist. Aber beschweren, wie es sein kann, dass ihre 11-, 12-jährigen Kinder Sexualkundeunterricht haben. Echt schlimm, sowas. Upsa. Ja, das höre ich von dir öfter heute. Upsa. Generell. Boah. Du machst deutlich mehr Tore als in der letzten großen Aufnahmerunde. Also in der Hinsicht bin ich sehr zufrieden. Ja, deine Performance ist unfassbar gut. Ich habe auch gerade schon das 2-1. Ich kann doch mal irgendwas 3-1 machen. Dann haben wir einen Sieg in der Tasche. Achtung. Ah, gut, da ist das Tor. Nee. Firefox ist ein Tor, Rieker. Aber jetzt. Das ist das Tor, sag ich doch. Tor. Ja. Mit einer Vorlage von dir. Ja. Mit einer Vorlage von mir. Warum bin ich auf dem letzten Platz hier? Das weiß keiner. Ja. The Godfather of Fuchs hier. Ach. Huch! Ich hoffe, keiner stört sich hier an unserer Sprache, weil wir das ja schon alles sehr offen hier diskutieren, ne? Wir sind ja auch erwachsene Menschen. Wir müssen ja bei solchen Gesprächen nicht so du hast Penis gesagt machen. Verstehst du? Ja, aber ich sag mal, wenn ich die Worte jetzt reinrotzen benutze, dann nehme ich das natürlich im Zusammenhang, dass viele sich einfach keine Gedanken darüber machen und denen es scheißegal ist, was das für Konsequenzen haben soll. Ne? Das soll es eigentlich verdeutlichen. Weil sie sich teilweise auch über die Konsequenzen nicht bewusst sind. Und Fakt ist... Wer soll es ihnen denn erzählen? Ja. Ihre 22 Jahre alte Mutter oder... Ja, Pornos sind halt auch keine Realität. Ne? Also das, was man ja heute alles serviert bekommt, das ist ja nicht die Realität. Ja, vor allem, warum liegt hier Stroh, ja? Ja. Warum hast du eine Maske auf? Aber gut, wenn du Leute Katja Krasavitsch auf YouTube hast, und dann fragt man sich jetzt schon. Aber ja, hast du recht. Und komm, ach, bist du. Der ist abgeprallt. Aber hat nicht, entweder sind manche zu müde oder so, um über was zu reden, oder manche nehmen es halt überhaupt nicht ernst. So, ich finde, gibt es da halt auch gefühlte Differenzen. Ja. Vielleicht wollen sich viele auch nicht die Blöße geben, dass sie vielleicht nicht genau wissen, wie ist das eigentlich wirklich. Vielleicht wissen es auch. Genau.
Vor allem sind dann immer die Leute, die am lautesten reden, wie sie gerade irgendwelche anderen Menschen eine knallen wollen würden, weißt du? Oh, die würde ich sowas von knallen. Und das sind dann auch wahrscheinlich die ärmsten Menschen auf der Welt. Ja. Letzte genau. Runde. Ja. Oh, wir spielen wieder im... Oh nee, ich hasse diese Map. Shadow Wolf. Scheiße. Wir wissen ja eigentlich recht wenig über dich. Der Firefox vielleicht noch ein bisschen mehr. Mich würde natürlich mal dein partnerschaftliches Verhältnis interessieren. Magst du Männer, Frauen oder Eichhörnchen? Schöne Frage. Prinzipiell eigentlich Frauen. Okay, prinzipiell heißt, du hättest jetzt keine Ablehnung gegenüber dem haarigen Geschlecht des Bartes? Er weiß es nicht. Hat es ja nie gesehen, vielleicht. Deswegen kann man ja nie sagen 100%. Also laut meinem jetzigen Erkenntnisstand, was mich selber und das alles angeht, Frauen. Aber man weiß ja nicht, was in Zukunft kommen könnte. Also ich habe schon... hat man ja alles mögliche Gedanken. Und so. Also ich habe schon mit einem Mann rumgeknutscht. Mit zweien, glaube ich. Ja. Rumknutschen ist ja immer so eine Sache. Ja. Oh! Oh. Poncho. Ja, den hatten wir schon mal, Poncho. Ja, das kann sein. Ach so, ist doch ein AI. Bist du in einer festen Beziehung? Ja, bin ich. Okay. Mit einer Dame. Mit einer Dame, sehr schön. Wie lange? Heute, genau 2 Jahre. Oh, schön. Mhm. Frisch. Relativ frisch, aber doch schon irgendwie gefühlt schon lange ohne rosa-rote Brille. Oh, das ist ja süß. Ja, cool. Ja, rosa-rote Brille, Wolke 7 ist auch immer so eine Sache. Ja, aber das ist... Also wir haben schon eine wirklich ernsthafte Beziehung mit einem Grund dran. Also es ist keine mehr Kihihi. Sie hat ein Herzchen geschickt und hat wirklich schon eine ernsthafte Beziehung. Ach, schade. Also ich finde ja, es muss... Du meinst es wahrscheinlich jetzt nicht so, ne? Aber ich sag mal, so eine Beziehung ist ja jetzt nicht so dieses wirklich Ernsthafte, sondern... Nein, ich meinte halt... Ja, ich weiß. Das auf Wolke 7 alles. Schon halt schon ein bisschen quasi das Ernst, was los geworden ist, trotzdem... Man also nicht nur verliebt sein, sondern schon Liebe. Genau. Oh! Heute, ich habe das Ganze in der Beziehung ja schon gefühlt ganz anders. Wenn du also mitbekommst, dass gefühlt schon 13-Jährige schon viele Beziehungen hatten, dann ich halt auch schon so, was geht heute ab? Echt? Also deswegen, ich frage mich aber wirklich, wo dann 13-Jährige eine Beziehung haben. Ja, ich meine, er hat mir so vom Hörner, was sie als Begriffe nennen. Deswegen jetzt wirklich bei mir halt wirklich schon vom Verliebtsein schon lange wirklich zur Liebe und zu einer richtigen Beziehung. Das meine ich halt damit. Also, ja. Ja gut, wenn mein Händchen halten auch zählt, dann hatte ich mit 13 bestimmt auch 5 Beziehungen. Ja, mindestens 20. Was war die ursprüngliche Frage? Ich bin also ein bisschen. Weiß ich auch nicht. Ich wollte über deine Beziehungsverhältnisse. Frage war, ob, wie lange du schon eine Beziehung hast. Jetzt seit heute genau 2 Jahren. Und ja. Ich wollte dich nur ausfragen. Und dann nur dieses eine Telefonat? Also. Nein, wir hatten schon Möglichkeiten. Aber dann hieß es halt gerade eben, als ich nochmal reden wollte, bevor das Gute Nacht und bevor das Nächtige ließ. Wollte noch mit mir reden und da wir gerade nichts zu tun hatten, war sie etwas angenervt. Ach so, okay. Weil. Ach, Kacke. Ja. Weil Rocket League. Von Rocket League ist sie angenervt. Nein, weil wir jetzt gerade Rocket League tun. Wieso wollte sie mit dir Rocket League spielen? Nein, sie wollte mit mir reden. Ach Mensch, Shadow, ey, ganz ehrlich, aber wichtiger als dieses doofe Spiel ist ja schon das Telefonat mit der Freundin und so, ne? Ja, sie hat ja Besuch gehabt bis jetzt, deswegen kam ich auch gar nicht mit ihr zu reden. Ja, warum bist du denn sauer, dass du Rocket League spielst? Keine Ahnung, das ist es ja. Ich habe ja auch nur mit euch gesprochen, weil ich wusste, dass sie beschäftigt ist. Vielleicht kennt sie uns nicht und möchte wissen, wer wir sind, deswegen. Ja. Sie ist neugierig. Firefox kennt sie von Hörensagen sagen schon. Von Hörensagen. Siehst du, ich bin eine Sage. Das ist Tor. Oh! Firefox ist eine Sage. Ey, warte, Junge! Der alte König Drosselbart. Ja. Obwohl der alte König Silberfuchs. Mich kennt keiner ohne Bart. Und das ist doch gut so. Aber Bart ist ein gutes Thema. Nutzt ihr Bärte oder nicht oder doch? Oder weil was nutzt? Ich nutze Bärte, ja. Wieso nutze ich Bärte? Hä? Nein, ich meine. Weil viele, also haben sie gesagt, oder habe ich das Gefühl, machen es halt
keiner drin zu trennt ist. Da viele halt auch, ich finde, weil halt Bart. Also, oh. Trennkunden, manche halt wirklich aus Bartkunden, hätte ich auch mal. Also, ich persönlich bin halt wie der Firefox, was da so ein Thema angeht. Also, was das Thema angeht, ist es eine Scheißrunde. Ich hab, also ich besitze einen Bart, aber der ist meistens getrimmt auf rund 1 bis 1,5 Millimeter. Ah, 3-Tage-Bart. Ja, genau. Aber manchmal auch ein bisschen mehr. Ich bin also den Zeiten entwachsen, wo er wirklich länger war. Einfach, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ist eine Geschmacksfrage auch der Frau und das ist mein Kompromiss. Finde ich okay, habe ich kein Problem mit. Dein Kompromiss ist also 1,5 mm. Ja. Okay. Habe ich also, wenn es an einem blöden Bart scheitern soll, also das fände ich blöd. Ja, aber man, der Bart ist ja auch einer, man selbst, weißt du? Nee, das ist mir, also ich habe da keine Beziehung zu. Also bei dir ist es vielleicht schon anders, aber ich nicht. Ja, weil ich ohne Scheiße aussehe. Das glaube ich nicht. Ist das so? Ich kenne dich nicht ohne Bart. Du, ich schick dir gerne schick mir mal ein Bild. Allerdings, irgendwo habe ich doch ein Foto von meinem alten Führerschein. Tu es, bitte. Da siehst du mich mit 8 Lenzen, ja, mit 18 Lenzen und kurzen blondierten Haaren. Die Runde ist schlecht, okay. Das will ich auch sehen, das ist interessant. Als Studienobjekt. Als Studienobjekt, genau. Aber warum man alles schlecht in den 90ern falsch machen kann. Obwohl, wegen dem Thema Bart schön aussehen. Man ist persönlich aber eh nicht in der Hinsicht. Also ich mag, also wenn ich die Möglichkeit habe, einen Bart zu haben, bin ich halt auch total der Barttyp, weil ich mich ohne Bart nicht ansatzweise toll finde. Und ja, ich komme ohne Simpsons so nicht klar mehr. Schön, der war gut. Also ich bin da, wo ich auch aus was Firefox irgendwie genau ähnlich. Ja, war nix, ne? Nee. Ich so. Gehe erstmal zum Hauptmenü. Ja. Ja. Ist doof. Aber man kriegt nur Dings, wenn man gewinnt. Nein. Nee, man kriegt auch, wenn man nicht gewinnt. Ich habe eine Kiste bekommen, ne? Seltener. Ja. Ich öffnen kann, bringt sie mir nicht viel. Aber ich muss erstmal verschnaufen. Machen wir. Ich habe halt Sport gemacht. Ich nicht. Aber ich muss auch. Okay. Ja. Bis dahin. Tschüss.